Der Binsi ist wieder einmal in Skyrim unterwegs. Schöne Grüße an den Crow. Der hat mich hier abgesetzt. Ja. Boah, schaut es geil aus. Ja, was gibt's Neues? Hier, Crow hat eine Zweihandwaffe genommen. Muss ich leider sagen, lieber Crow, die wird wieder abgegeben. Und zwar an die Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Weil... Ja, wir sind Schleicher. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Genau. Meine Last wirst du tragen. Stillchen, bla bla, irgendwas. So, den gibst du mir mal zurück. Wie war das? Nehmen. Und dafür kriegst du unseren Zweihänder der Glut. Den darfst du nehmen. Nein, nicht ausrüsten. Wollte ich doch gar nicht. Ey, geben. R. So. Alles klar. Wir haben den Pfeil wieder. Ja, es ist einiges passiert in letzter Zeit. Ich war zum Beispiel krank und hab nicht sehr viel aufgenommen. Dann mal los. Das erste Mal seit einer Woche oder so, dass ich wieder aufnehme. Ich habe mir gestern eine neue Grafikkarte gekauft, die GTX 1060 von Gainward, die ganz normale für 279 Euro. Und für meine Full HD langt es komplett. Vollkommen aus. Ich habe hier Frames per Second, die sind echt unglaublich. Zu meiner 7950 ist es ein riesen Unterschied, obwohl die auch mir eigentlich noch gelangt hat. Aber ihr wisst ja, Schneggerler braucht auch eine Grafikkarte wieder. Oder besser gesagt, ich bin der Meinung, dass er eine braucht. Und deswegen habe ich mir die geholt. So, was haben wir? Staubmannsgrab. Hier Redorans Zuflucht war er. Nee. Achso. Und wir kehren zu Farkas zurück. Ja, das machen wir gleich. Komm, Zielort. Schnellreisen, genau. Auf geht's. Stufe 6 sind wir. Ah, Level up. Soll ich ja machen. Und ich werde wieder auf Ausdauer gehen, weil am Anfang ist es wirklich meiner Meinung nach am allerwichtigsten, weil wir wollen ja das Haus hier hinten haben irgendwann. Kostet. Wie viel waren es? 1000 Gold? Oder waren es mehr als 1000 Gold? Da gehen wir jetzt gleich mal hier rein. Den, was? Nein. Ich will doch nicht einbrechen. Was, habt ihr einen Vogel oder was? Ich will dieses Haus kaufen und es kostet 1000 Gold, 2000 Gold, 3. Ist völlig wurscht. Wir brauchen auf jeden Fall fett die Kohle. 8000 Gold waren es, glaube ich. Und deswegen müssen wir viel tragen können, damit wir auch immer schön alles mitnehmen können, die ganzen Rüstungen und so. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch wieder gelingen. Ja, Frall. Ja, nur mit meiner Hilfe. Und mit Crows Hilfe natürlich. Laber, laber, blaber, blaber. Laber, laber, rababa, rababa. Oh, vielleicht werden wir ja in den nächsten zwei Folgen... Oh, das könnte interessant werden. Hier, schaut mal her. Kleiner Sneak Peek. Skyforge. Hä? Da darf man aber noch nicht rein. Aber da passiert was Tolles. Oder auch nicht so Tolles. Je nachdem, wie ihr ich so drauf seid. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen. Okay, du schaust ja auch komisch aus. Pff. Jeden ich nehmen sie auf. Vermeide ich es, nach Ostmarsch zu gehen. Da halt die Babbe. Ja, okay, komm, dann gehen wir mal rein jetzt hier. Ich glaube es nicht so. Wir werden schon sehen, was wir davon haben. Automatisch gespeichert. Und du bleibst schön hier. Der schaut so aus, als ob er gleich wieder hinten aus den anderen Türen abhauen will. Skjor sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ich habe deine Intelligenz und du hast keine Kraft. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Pam! Aufs Maul! Ich. Ja, weil wir auch aufs Maul geben. Aber aus dem Verborgenen. So der Hidden Glitch of Fausti Bro. Keine Ahnung. Und wie ich gehört habe, ist der Kunde zufrieden. Ihr habt gut gearbeitet und den Gefährten einen Dienst erwiesen. Dankeschön, habe ich gern gemacht. Hast du noch mehr Arbeit? Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt.
Der Fralle. Die Aufnahmeprüfung, die machen wir. Als das Kaiserreich sich dem Altmeribund... Ja. Wo ist denn der Score? Müssen wir raus. Ergab, brachte es Schande über uns alle. Gut. Ja, Schande. Schande hier, Schande da. Wir haben hier Aufgaben zu erledigen. Da gibt es keinen Platz für Schande. So. Boah. Schön blau. So, wo ist denn jetzt der Kerl? Was? Himmelsan schließt sich dem Aufstand, spricht mit Aventus, besucht den Schrein von Azura, begibt dich zur Akademie von Winterfeste. Jorvask. Der Underforge. Den haben wir entdeckt. Ja, aber wo ist denn jetzt der Kerl, mit dem wir reden sollen? Wie hieß der nochmal? Jetzt müsste ich eigentlich meine Aufnahme angucken. Dann wüsste ich vielleicht, wie er heißt. Hallo? Und das? Was klappert da so? Hallo? Ja. Auch nicht schlecht. Mal runter hier. Ah, ich glaube, da ganz am Ende vom Gang war so ein alter Fuzzi. Ich glaube, das ist das geistige Oberhaupt von der Unterkunft. Wir dürfen doch alles klauen hier, oder? Da sind die Bücher. Nee, aber die kann man sich später auch noch holen. Hallo, ich frage mich schöne immer noch, Dame. Warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Weil ich cool bin. Oh, hier unten laufen die ganzen Frauen rum, oder was? Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenken kann. Jojo, da ist er doch. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sovngarde. Wenn ihr so alt wie ich werdet, werdet ihr den Geruch des Blutes vermissen. Was bedeutet euch? Ich weiß. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Es bedeutet, so zu leben, dass eure Schildgeschwister mit Stolz sagen können, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ruhm in der Schlacht, Ehre im Leben. Geht Probleme direkt an. Überlasst das Flüstern und Schleichen den Gossenratten, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ruhe! Ich will schleichen. Wie die meisten von uns... Warte habe mal. Auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Oh, ich war Hunger. Nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Askar fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen. Und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Das hört sich für alles gut an, Familie und Ehre. Okay, also tschüss. Apfelkuchen. Oh, sogar einer. Stehlen, oh Mist. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sovngarde. Ach, das gehört alles nicht uns. Oh, schaut mal her, was der hier für geiles Essen hat. Und überall Geldbeutel und... coole Klamotten. Da oben ist eine Kiste. Oh mein Gott. Hilfe. Ich will alles klauen. Boah. Geil. Irgendwann kommen wir zurück. Ja, aber gut. Hier unten sind dann doch nur die Quartiere. Da schläft jemand. Hier sind die Sammelquartiere. Ach, da war er ja auch schon unten. Ja, also erstmal die Sachen verkaufen gehen und dann... Ich weiß nicht, wo der Fuzzi ist, mit dem wir reden sollen angeblich. Wo sind denn hier mal die Quests? Irgendwie J oder... Ich kümmere mich um die Krieg... J. Sprich mit Skjör...
Skjor, wo waren das jetzt? Hallo? Da, Aufnahmeprüfung. Das will ich. Von Jor Vask. Aha. Solange ich zurückdenken kann. Aus dem Weg, alle. Aus dem Weg. Boah, cool. Geile Leiderfacts. Leiderfacts. Die Drachenfeste verdankt ihren Namen dem ehemaligen Nordhelden Olaf Eineauge, der sein Feind den großen Drachen Nominex in der Mauer des Palasts gefangen hatte. Bist du Skjor? Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Bist du Skjor? Nee. Artis. Ist es nicht der oben an der aktueller Standort? Jetzt will er wieder, dass ich reingehe. Alter, wollt ihr mich verarschen? Werdet aber gleich zum Berserker, though. Ja. Come on. Skjor, wo bist du? Da hinten im Eck. Da hast du dich versteckt. Du warst niemals weg. Hey, you. Da seid ihr ja. Ihr wolltet mich sehen? In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Was meint ihr damit? Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden ist. Aha. Mir schien er ein Narr zu sein. So. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Ja. Ist schon klar. Was hat das mit mir zu tun? Dies ist nur ein einfacher Botengang. Aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar. Und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Falkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht. Und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Na toll. Jetzt müssen wir hier irgendjemanden mitschleppen und ihr hier haben wir die Rüstung gegeben. Aber Lydia, es war schön mit dir. Du bist eine Hübsche und so, aber... Wir müssen jetzt weiter. Aha. Brill. Denkt daran, es geht nicht um Kraft, es geht um Hebelwirkung. Aber Stärke schadet nicht. Wie sie sich wieder streiten. Gut, wieder raus. Nicht nur etwas mit Muskeln zu tun. Ja, Muskeln sind, ja, doch, sind auch wichtig. Bei manchen Sachen. Ich hoffe, zum Beispiel, wenn man irgendwas reparieren will. Ja, komm, geh mit. Werdet ihr mein Schildbruder sein? Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Ne, Fralle. Zu Hause, falls ihr mich sucht. Wo? Zu Hause? Ersetzt deinen Begleiter. Okay. Sprich mit Farkas. Ja, aber wir treffen uns beim Staub... Ah! Wir müssen ins Staubmannsgrab, oder was? Wieso denn das? Das ist ja krass. Okay, wir treffen uns beim Staubmannsgrab. Trödelt nicht, Schildbruder. Da waren wir schon. Können wir uns hinporten? Wir sind schneller wie du, auf jeden Fall. Noch eins weiter raus. Weltkarte hier. Zack, ab zum Staubmannsgrab. Und der Grow erzählt dir noch irgendwas von da war er noch nie. Ja, dann zieh ich mal das Augenlid mit dem Zeigefinger nach unten. So, oh. Crow, klatsch ab. Ja, man kann sich nicht an alles erinnern. Ach du Scheiße. Ach, jetzt bin ich voll erschrocken. Hey, Ferdi. Guten Tag, Freundchen. So, gut. Dann gehen wir hier nochmal rein. Und ich schätze mal, da wird ein Geheimgang freigelegt. Aber der Crow hat die alle gekillt jetzt hier drin. Nee, da waren aber gar keine Lebenden. Das waren nur Opfergaben. Hallo Leute. Hier muss es irgendwo weitergehen, liebe Frau. Hier scheint jemand gegraben zu haben. Und das erst vor kurzem. Seid vorsichtig. Ja, hier, schau, den hat der Crow erledigt. Siehst du es? Nee, das ist... Ah, das ist umgefallen. Boah, das ist ja geil gemacht. So, okay. Der ist... Hat uns eigentlich angegriffen schon. Hier kommen wir nicht rein. Wer hat wo gegraben? Da hinten oder was? Aha. Ja, da geht's ja weiter. Mensch, Crow. Hast du es nicht gesehen? Ich glaube,
Ich glaube, das war noch gar nicht offen. Das hat sich jetzt erst geöffnet. Warte mal, jetzt bleiben wir mal hier. Vorsicht bei den Grabsteinen. Ich möchte euch... Ja, ja. Ich will jetzt erstmal den Bogen auf dem Rücken zurück nach Jorvas getragen müssen. Lebst du noch? Oh oh. Wow. Geh weg. Da ist noch einer. Wunderbar. Wow. Wow. Boah, das gibt's doch nicht. Okay, also gut. Stopp, 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 stopp. So funktioniert das nicht. Rechts Flammen und links die Axt von Weißlauf. Nee, die fand ich gar nicht so toll. Ich will den da hier haben. Dann erstmal verbrennen hier. Soweit es geht. Stirb! So, genau. So, wie geht's denn dir? Geht's dir gut? Farkas? Farkas? Ja? Ja? Ich seh gar nichts. Oh, und die Sachen verkaufen haben wir vergessen. Nein! Nein, dann nehmen wir halt jetzt nur die wichtigsten Sachen mit und in der nächsten Folge müssen wir echt erstmal Sachen verkaufen gehen. Da war doch noch einer. Wo ist denn der hin? Hier. Dein Gold will ich nicht missen. Ansonsten kannst du dich verpissen. So, wieder hier, lauter Leichen. Du hier hättest weniger rauchen sollen. Und du hättest deinen Bruder nicht so ärgern sollen. Und du hättest... Oh, was dat? Oh, wo, hier, da hinten. Oh, oha, oha. Oh, noch einer. Boah, die sind stark. Ahaha, alter Schwede. Voll auf die Mütze. Granatenstark. Knochenmehl. Gold. Puh. Ich heile mich mal kurz. Und den Farkas heile ich auch mal. Nordpfeil. Nordkriegsaxt. Hm, schön. Alter Nordbogen, 11 Schaden. Den nehmen wir mal mit. Nee, guck ich dann mal, ob der besser ist. Q. Und dann nehmen wir aufs rechte Heilung. Hier. Darf ich dich auch heilen? Nee, man darf dich nur selber heilen. Schade. Ich will aber den heilen. Geht leider nicht. Gut, dann wieder ab für die Flammen. Ah, genau. Und Level up. Leute, warum sagt ihr mir nicht Bescheid? Auf Tambulator. Neue Stufe. Guten Tag. Einmal Ausdauer, bitte. Und dann Ausdauer 130, 120, Magiker 110. Das nächste Mal verspreche ich euch, nehmen wir wieder Magic. Und wir gehen natürlich auf... wo haben wir es denn hier? Taschendiebstahl, Schlossknacken, Schleichen, leichte Rüstung. Tut mir leid. Darf ich... Nimm halt hier. Warum nicht? Leichte Rüstung erfordert 40. Wie 40? Nein. Wie meint der 40? Passt genau, erfordert 30. Darf ich nicht? Warum nicht? Ach, den Punkt Talente zu verbessern, 1. Darkelfen. Weiß ich doch nicht. Ich denk mal, wir haben... Nein, haben wir nicht erhöht. Oder doch? Egal, komm, weiter geht's. So natürlich auch nicht. Gebt mir mal den Stahlstreitkolben der Schwächung und hier die Flammen. Alles wird gut. Da noch irgendwas? Nö.
Lalala. Und du hättest vielleicht nicht so viel an dir rumspielen sollen. Und ja, ihr zwei, ihr habt's verdient. Du. Boah, es ist unheimliche Musik. Du, ja, bist an Alter gestorben. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Du hattest einfach deine Zeit hinter dir. Lieber Freund. Warum geht's nicht kaputt? Alles klar. Ja, aber Leute, die Zeit ist auch schon vorbei. Hier unten schaut es mir irgendwie spinnerig aus. In der nächsten Folge geht es weiter mit Spinnen oder sonstigen Getier. Ja, schaut natürlich wie immer beim Grow vorbei. Abonniert ihn, liked ihn, was auch immer. Der macht es ja auch immer so schön in seinen Folgen. Da fühle ich mich immer total geehrt und so, ja. Da kann ich gar nicht anders. Da muss ich ihn natürlich auch hier verlinken und erobern. Habe ich hier erobern gesagt? Nein. Ja, wie gesagt, viel Spaß euch noch und ciao, bis zum Dienstag. Bye, bye.